Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich ein wenig die gesetzliche Lage beleuchten zum Thema freien Übernachten in der Natur in Deutschland. Wer also bis dato vielleicht immer der Annahme war, dass Wildcampieren allgemein grundsätzlich verboten sei, für den hätte ich jetzt ein paar Neuigkeiten. Mein Video zum Vergleich Tarp, Zelt, Biwaksack hatte ich gerade veröffentlicht. Da kamen auch schon die ersten Kommentare. Mensch, nächster Auswahlkriterium, hier zum Beispiel die gesetzliche Lage. Was darf ich mit einem Zelt, was mit einem Tarp? Daumen hoch erstmal an meine Abonnenten, die mitdenken, so liebe ich mir die Sache, ja, akkurat. Das habe ich allerdings auch getan, nur konntet ihr das natürlich nicht wissen. Ja. Ich habe dieses Thema ganz bewusst, beziehungsweise diesen Punkt ganz bewusst nicht in dieses Video zum Vergleich der Behausung mit reingebracht, da es A, ein bisschen komplexer ist und B, wie wir jetzt im Laufe dieses Videos sehen, nicht ganz so einfach, wie man das jetzt vielleicht in diese Tabelle hätte einordnen können. Und allgemein versuche ich meine Videos ja so aufzubauen, dass das eine so ein bisschen mit dem nächsten sowohl kausal als auch temporär zusammenhängt. Ja, also ich bringe jetzt nicht heute ein Tarp-Video und erzähle euch dann ein Jahr später irgendwie, was ich denn zum Tarpen mit dem Tarp noch machen könnte, ja, oder so nach dem Motto. Ja. Also bei den Kochern habt ihr es ja schon gesehen. Ja. Ich bringe also die einzelnen kleinen Stückchen, hier eine Zeitmessung, da eine Dezibelmessung und so weiter und dann folgt daraus als Konsequenz eine große Zusammenfassung. So ähnlich ist es denn hier auch zu diesem Thema. Erst habe ich euch die Behausung ein bisschen so vorgestellt im Vergleich, die einzelnen Kriterien. Und jetzt gehen wir auf ein Kriterium, wenn man das so nennen kann, ja, drauf ein, was etwas umfangreicher ist. Und zwar möchte ich hier in diesem Video nicht nur allgemein zu Deutschland zur Gesetzesgebung etwas sagen, sondern alle 16 Bundesländer im Einzelnen beleuchten. Ja, also ich denke, dass man da denn irgendwo den Haken drunter machen kann, dass es hier wirklich auch alle betrifft. Ila, guck mal, willst du nicht hier hinten irgendwo ein bisschen gucken gehen? Da, wo vielleicht ein paar Vögel rumschwimmen? Willst du nicht? Nee? Du willst dich wieder an Naturschutz halten, ja? Das ist richtig, Ila. Da hast du alles richtig gemacht, aber in der Kamera störst du vielleicht doch ein bisschen hier in der Linse. Was ist wieder los, Elinchen? Guck mal, gehst du ein bisschen beiseite? So ist es fein. Und nicht den Hintern immer an die Linse strecken, das mache ich doch auch nicht, Ila. Ja. Wir kommen gleich zum Thema Naturschutz. Ja. Vorab würde ich einmal zwei Thesen in den Raum stellen und ich hoffe, dass wir da miteinander korrelieren, ja, also dass wir alle auf einem Nenner sind. Nummer 1 wäre, dass jegliches Land irgendjemandem gehört und wenn ich auf diesem Land etwas machen möchte, natürlich, brauche ich von dem eine Erlaubnis, eine Genehmigung. Ja. Ich denke, das dürfte erstmal logisch sein, dazu brauche ich jetzt theoretisch eigentlich auch kein Gesetz. Ja. Und These Nummer 2 wäre, was nicht verboten ist, könnte man auch meinen, wäre denn sozusagen automatisch erlaubt. Ja? Denn sonst wäre es ja nicht gestattet, verboten. Ja? Auch ganz logisch. Ja? Klingt jetzt erstmal relativ banal, aber werden wir jetzt sehen, dass das relativ essentielle Aussagen sein können, wenn wir genau um die Gesetzgebung zu diesem freien Campieren, wilden Campen, Zelten in Deutschland reden. Und diese Regeln zum Aufenthalt in der Natur sind bei uns in Deutschland in zwei Bundesgesetzen festgelegt worden. Einmal im Bundesnaturschutzgesetz und dann zum zweiten im Bundeswaldgesetz. Das erste, das Bundesnaturschutzgesetz, sagt aus, dass das Betreten der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung erlaubt ist. Und das zweite, das Bundeswaldgesetz, sagt aus,
dass das Betreten zum Zwecke der Erholung des Waldes gestattet ist. Ja, das ist die relativ Kurzfassung dieser beiden Bundesgesetze. Und jetzt denken wir an die These zurück, die eine, die ich genannt hatte natürlich. Ne? Wenn irgendwo etwas jemandem gehört, brauche ich dazu die Erlaubnis. Und die erteilen uns jetzt hier sozusagen diese beiden Bundesgesetze. Ja? Ich darf sowohl in der freien Natur als auch im Wald, also in der freien Landschaft als auch im Wald, diese Regionen darf ich betreten zum Zwecke der Erholung. Von daher alles schön und gut, ja, sonst dürfte ich mich jetzt hier praktisch auch gar nicht aufhalten. Jetzt müssen wir natürlich noch mal ganz kurz erklären, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Regionen, wenn man das so nennen darf, liegt. Da geht es dann nämlich auch schon los. Denn wir, die erste Frage könnte ja, was ist denn freie Landschaft? Jeder hat da vielleicht eine andere Vorstellung von und man muss ja natürlich, wenn wir um Gesetze reden, das Ganze auch definieren. Ja, und freie Landschaft ist echt schwierig. Das gibt eine ganze Menge Aussagen, die man zu treffen kann. Deswegen würde ich mal eher sagen, fangen wir erstmal mit dem Wald an. Das ist ein bisschen einfacher, wobei auch diese Definition je nach Blickwinkel, je nach Schwerpunkt, was ich also in dem Fall mit dem Wald anfangen will, da auch wieder Unterschiede gibt. Ja, es ist wieder typisch deutsche Gesetzeslage. Ja, also gut, wir machen es mal ganz kurz. Wald ist im Allgemeinen gesehen eine Ansammlung von Bäumen, die entweder der forstwirtschaftlichen Nutzung dient oder aber man sagte auch manchmal, es gibt auch Mindestflächen von ungefähr knappen Hektar Größe sollte es haben, aber das ist nicht ganz sicher. Aber was vielleicht nicht ganz unwichtig wäre, zum Wald gehören auch nicht nur die Bäume, die da dominieren in dieser Landschaft, sondern es kann auch tatsächlich sein, wenn ein Kahlschlag mal betrieben wurde, ja, eigentlich ja nicht erlaubt, aber mal angenommen, oder eine Schonung, ja, also was, wo noch nichts erkennbar ist. Auch das ist Wald, genauso wie eine Lichtung. Ja, also da, wo in dem Bereich eines Waldes keine Bäume stehen, auch das zählt als Wald. Und auch ein Waldweg zählt übrigens auch als Wald. Ja. Ist ein bisschen kompliziert, wie gesagt, je nach Blickwinkel. Ja. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was Wald ist, können wir eigentlich, um es mal ganz grob zu sagen, alles andere, was kein Wald ist, ist praktisch die freie Landschaft. Denn wie gesagt, wenn wir jetzt anfangen mit der freien Landschaft zu definieren, dann kommen wir hier in, da gibt es noch mehr Blickpunkte als überhaupt den Wald. Aber für unsere Gesetzeslage reicht das so zur Betrachtung aus, denke ich. Ich hatte euch jetzt also die Kurzfassung zu diesen beiden Gesetzen gegeben. Jetzt würde ich das Ganze mal noch vorlesen, dass das hier wirklich mal im Paragraph habt, beziehungsweise analog, genauso wie es auch in meinem Lesebeitrag bei mir auf der Webseite steht. Ja, wer sich das Ganze hier nochmal so ein bisschen, weil wir reden hier paar über Paragraphen. Ich versuche es hier im Video etwas zu raffen, das heißt ein bisschen kürzer zu machen. Bei mir auf der Webseite habe ich die Paragraphen ein bisschen ausführlicher beschrieben. Ja. Aber die beiden Paragraphen der Bundesgesetze, die wichtigen zumindest, die würde ich hier definitiv einmal vorlesen wollen. Ja, damit wir hier auch wirklich, bei Gesetzen muss man immer aufpassen, dass wir hier wirklich Wort für Wort bleiben. Ja, also nichts ausklammern. Also, der Paragraph, ich hatte es gesagt, zum Bundesnaturschutzgesetz bzw. das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege. Ja, hier übrigens erkennt man schon vielleicht, wer sich die Frage gestellt hat, Naturschutz und Landschaftspflege. Ich hatte ja auch gesagt, ich komme ursprünglich aus dem grünen Bereich. Ein Grund mit, warum ich da nicht mehr tätig bin, beziehungsweise weil ich da raus bin, nur mal so als kleinen Exkurs nebenbei. Wenn man sich es genau anschaut, überlegt und auch dann in der Praxis tatsächlich sieht, ja, sind das beides Sachen, die eigentlich nicht unbesonders gut miteinander korrelieren, um nicht zu sagen, sie stehen sich eigentlich konträr gegenüber. Ja. Denn Naturschutz, theoretisch, ja, bedeutet eigentlich, dass der Mensch nicht wirklich eingreift, sondern die Natur irgendwo Natur sein lässt. Wie wir aber wissen, der Mensch muss grundsätzlich seinen Herrschaftsanspruch über diesen Planeten ausüben und greift überall ein. Er kann nichts irgendwie so sein lassen. Er muss sich irgendwo alles immer aneignen. Das ist eine ganz negative Eigenschaft des Menschen. Und dann kommt in diesem Zusammenhang natürlich die Landschaftspflege. Und wenn wir um Pflege reden, ist nichts anderes als Nutzung. Das heißt, der Mensch, der will die Landschaft nutzbar machen. Ich hatte es jetzt schon fast vorweggenommen, er möchte ja auch die Natur nutzbar machen. Und dann ist eine Nutzbarmachung der Natur praktisch relativ wenig mit Naturschutz zu tun. Kann man sich vorstellen. Ja, und da gibt es regelmäßig, naja. Also, ich möchte jetzt hier keine schlechte Stimmung verbreiten, aber
Man sollte nicht so naiv sein und zu glauben, dass der Naturschutz in Deutschland einen hohen Stellenwert hat. Ich kann es ganz kurz machen. Gebt mir eine ganze Menge Geld, gebt mir ein bisschen Einfluss dazu und ich pflastere euch durch das letzte Biotop in Deutschland die größte Autobahn, die wir haben, oder rode euch einen ganzen Nationalpark ab. Wer glaubt, das wäre nicht möglich, der wäre naiv. Nur mal so als kleinen Exkurs zum Thema Naturschutz, ja, beziehungsweise Naturschutz versus Landschaftspflege, ja, wo es wie gesagt im gleichen Gesetz steht. Ja. Werden wir uns jetzt hier mal den Paragraphen 59 anschauen, der das Betreten der freien Landschaft regelt. Ja. Und der hat nur zwei Abschnitte, relativ kurz, deswegen kann ich das mal vorlesen. Ja. Also, Abschnitt 1, Paragraph 59. Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf ungenetzten Grundflächen zum Zwecke der Erholung ist allen gestattet. In Klammern allgemeiner Grundsatz. Absatz 2, Paragraph 59 ist: Das Betreten des Waldes richtet sich nach dem Bundeswaldgesetz und den Waldgesetzen der Länder sowie im Übrigen nach dem sonstigen Landesrecht. Es kann insbesondere andere Benutzungsarten ganz oder teilweise dem Betreten gleichstellen, sowie das Betreten aus wichtigen Gründen, insbesondere aus solchen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Feldschutzes und der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung, zum Schutz der Erholungssuchenden, zur Vermeidung erheblicher Schäden oder zur Wahrnehmung anderer schutzwürdiger Interessen des Grundstücksbesitzers einschränken. Das wäre jetzt also, wie gesagt, Paragraph 59 des Bundesnaturschutzgesetzes, ja, was, wie wir schon gesehen haben, die freie Landschaft sagt, Daumen hoch, kannst du betreten, und in der Folge dann aber gleich auch natürlich noch auf das Bundeswaldschutzgesetz hinweist, und genau das werde ich euch jetzt auch vorlesen, und hier reden wir vom Paragraph 14, der das Betreten des Waldes regelt. Ja. Absatz 1, Abschnitt 1, Paragraph 14. Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten im Walde ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren. Absatz 2, Paragraph 14. Die Länder regeln im Einzelnen. Sie können das Betreten des Waldes aus wichtigem Grund, insbesondere des Forstschutzes, des Wald- oder der Waldbewirtschaftung, zum Schutz der Waldbesucher oder zur Vermeidung erheblicher Schäden oder zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen des Waldbesitzers einschränken und andere Benutzungsarten ganz oder teilweise dem Betreten gleichstellen. Bis dahin also auch relativ eindeutig, ja, oder klar. Und wie wir gesehen haben, Naturschutzgesetz verweist auf das Bundeswaldgesetz. Das Bundeswaldgesetz verweist auf die jeweiligen Gesetze der einzelnen Länder. Das ist übrigens klassische Behördenleistung. Ja, so ist Beamtendenken praktisch. Wenn du von dem einen etwas willst, dann schiebt er die Verantwortung erstmal auf den nächsten, dass man ja nicht für irgendwas zur Rechenschaft gezogen werden kann. Wir kennen das. Jeder, der schon mal mit Behörden zu tun hatte, die klassische Aussage ist: Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Und genauso geht es im Gesetz schon los. Ja? Gut, möchte das jetzt hier nicht schlecht machen, sondern wir werden jetzt auf die einzelnen 16 Bundesländer im Detail hingehen. Ja? Also das heißt, jedes Land einzeln schauen wir uns jetzt hier das Landeswaldgesetz an. Noch vorab, falls der eine oder andere sich hier fragen sollte, ich habe jetzt hier so viel ausgedrückt, ja? Es sind ja einige Blätter und das Ganze einseitig. Ist auch mit Bedacht bei mir gemacht, denn ich drucke es nicht nur aus und dann geht es in den Müll, absolut nicht, sondern ich nutze die Rückseite danach für meine eigenen Aufzeichnungen und Skizzen. Ja, ich entwerfe hier auch so ein paar Dinge nebenbei. Da ich das dann manchmal mit Bleistift mache, radiere ich das dann auch noch wieder weg und nutze die Rückseite dann noch als Ausdruck für einen Paketzettel, wenn ich was verschicken möchte, wie zum Beispiel mein Schuhwachs. Ja? Also, und das Ganze natürlich auch noch recycelt und chlorfrei gebleicht hier. Ja? Nur mal zum Thema, so viel Drucken ohne Ende mache ich eigentlich überhaupt gar nicht. Aber wenn ich es denn machen muss, wie in diesem Fall, dass wir Gesetze vorlesen, dann mit Sinn und Verstand nochmal. Also man kann Papier auch mehrfach benutzen. Gut, also zu den einzelnen Landeswaldgesetzen.
es möge sich ja bitte niemand an der Reihenfolge anstoßen. Ja, denn logischerweise, irgendwo muss ich anfangen, irgendwo höre ich auf. Und ich habe mich einfach dazu entschlossen, bei meinem eigenen Bundesland anzufangen. Ja, und wir gehen dann einmal die Reihe um. Das heißt, wir fangen in der Mitte von Deutschland an, gehen dann in den Osten über, in den Norden, gehen über den Westen runter und kommen dann in den Südwesten, in den Süden enden wir denn. Ja, Bayern ist das letzte Bundesland, was ich hier aufzähle. Ja, also bitte... Ich sag's hier nur vorab, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich habe da eine persönliche Priorität oder sonst irgendwas, was Lieblinge angeht. Dem ist bei weitem nicht so. Man muss hier, man kann echt, wenn man seine Meinung öffentlich sagt, ja, oder grundsätzlich, nicht mal das, wenn man nur so, ja, auch da kann schon etwas reingeschoben werden. Das möchte ich hier vermeiden, wollte ich nur mal darauf hinweisen, ja. Wir beginnen also mit dem Land Sachsen-Anhalt und ich werde es so machen. Der Bericht ist so geschrieben, also ich habe immer den kompletten Paragraphen und den kompletten Absatzartikel dazu, den es betrifft, bei mir im Lesebeitrag auf der Webseite. Ja. Ich möchte euch jetzt hier aber nicht mit 10 Seiten runterbeten, langweilen, weil dann geht das Wichtige daraus verloren. Ich verweise gleich vorab, den kompletten Paragraph gibt es bei mir auf der Webseite. Ja? Ich nehme hier die Auszüge, die ich für relevant halte, wenn es um das Thema Zelten geht. Ich habe euch parallel dazu auch noch wichtige Sachen rausgeschrieben, wenn es zum Beispiel um solche Themen geht wie: Darf ich irgendwo Holz sammeln? Darf ich Blümchen pflücken, Pilze suchen, Beeren sammeln oder und auch den Hund laufen lassen? Ja, solche Sachen habe ich hier übrigens in dem ganzen Lesebericht mit drin. Das heißt, diese entsprechenden Paragraphen sind da zu lesen. Aber ich werde hier nur das Thema nennen, wo es hier ums Übernachten geht. Ja? Das heißt also, nicht wortwörtlich den kompletten Paragraph, sondern immer nur den Auszug, die jeweilige Zeile. Ich weise explizit darauf hin, weil das muss man hier machen. Es geht hier um eine Art Zitat. Ja, nicht, dass jemand sagt, ah, der Satz ist aber noch länger. Ja, ist er? Dann bitte auf meine Webseite schauen. Ganz einfach. Ja? Also, Land Sachsen-Anhalt ist es der Paragraph 22 des Landeswaldgesetzes, ja, der, wie wir gesagt hatten, schon ein Auszug, so ist es bei den meisten Landeswaldgesetzen, aus dem Bundeswaldgesetz ist. Ja. Ich werde den hier anfangs mal vorlesen und dann seht ihr, das ist denn bei den weiteren Bundesländern ähnlich. Nicht gleich, aber ähnlich. Ja. Und dann folgt immer der Punkt zum Zelten. Also wir lesen mal den ersten Abschnitt vor und das machen wir jetzt hier, wie gesagt, denn nur noch einmal, versuche ich zumindest. Ja. Also, das Betreten der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung ist gestattet, soweit dieses Recht nicht in den nachfolgenden Regelungen eingeschränkt wird. Zum Betreten im Sinne dieses Gesetzes gehören das Begehen, das Befahren und das Reiten. Absatz 1, Absatz 2. Der vorherigen Zustimmung des Nutzungsberechtigten bedürfen in der freien Landschaft das Zelten oder das Aufstellen von Wohnwagen oder Wohnmobilen, das Anlegen von Feuerstellen, das Aufstellen von Bienenwagen und so bla bla bla. Ja, also weiter geht's. Das Recht zu Betreten der freien Landschaft schließt sie übrigens also Skifahren, Rodeln, Klettern und Spielen und Betätigen zu Fuß ein. Ja. Jetzt haben wir hier, wenn man sich das ganz genau betrachtet, schon eine kleine Unstimmigkeit im Land Sachsen-Anhalt gefunden. Erstmal redet das Landeswaldgesetz von der freien Landschaft. Nicht vom Wald. Interessant, oder? Und sagt, dass das Aufstellen von Zelten in der freien Landschaft der vorherigen Zustimmung des Eigentümers bedarf. Hatte ich anfangs erwähnt, die logische Konsequenz, ja. Aber es sagt nichts über den Wald aus. Interessant, oder? Wenn ich das jetzt so korinthenkackermäßig interpretieren würde, dann dürfte ich jetzt also, das hier zum Beispiel ist freie Landschaft. Hier stehen zwar 3, 4 Pappeln, ja, aber wir reden ja, das ist ein Feld, das ist eine Wiesenfläche, das ist ein See, ja, ist also kein Wald, absolut kein Wald, ja. Das heißt also, hier dürfte ich mein Zelt nicht aufstellen, in Sachsen-Anhalt, also hier, bei mir zu Hause. Aber gehe ich jetzt da hinten in den Wald und würde jetzt erwarten, dass das Landeswaldgesetz mir darüber etwas sagt, steht hier nicht drin. Interessant, oder? Gut. Kommen wir zum nächsten. Wäre das Land Brandenburg. Ja, wie gesagt, ich lasse jetzt diesen ganzen Vorplänkel weg und erzähle euch jetzt bloß noch mal die Zeile, wo es praktisch ums Übernachten geht. Ja, oder was dem nahe steht. Und hier ist es ganz interessant. Hier sagt das Landeswaldgesetz Brandenburg aus, dass Waldbesitzer im § 17 Absatz 1 Punkt 1
dass Waldbesitzer das gelegentliche, auf einen Tag begrenzte Zelten gestatten können. Interessant, oder? Also erstmal reden wir hier schon vom Wald. Es geht jetzt hier nicht um die freie Landschaft, was man eigentlich auch erwarten könnte, wenn man vom Landeswaldgesetz redet. Ja? Hier steht, wenn man das jetzt aber so verstehe ich es zumindest, ja, dass wenn Waldbesitzer das auf einen Tag erlauben können, steht aber nicht grundsätzlich drin, dass es verboten wäre. Ja, also natürlich ist es von dem kausalen Zusammenhang, was ich anfangs erwähnt hatte, verboten oder könnte man meinen, dass wenn ich keine Erlaubnis von dem Besitzer habe, dürfte ich das da theoretisch nicht machen. Aber das Gesetz sagt grundsätzlich nicht, dass es verboten ist, sondern sagt nur, dass es erlaubt ist für einen Tag, wenn ich die Erteilung, also die Erlaubnis von dem Besitzer einhole. Interessant. Kommen wir zum Land Berlin. Das sagt in § 23 aus, dass ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Wald ein Zelt oder eine ähnliche Lagerstätte außerhalb der dafür freigegebenen Grundstücke errichtet. Also das Land Berlin redet hier grundsätzlich, sagt erstmal gleich, was verboten ist. Ja, ist also keine Genehmigungserteilung, sondern es ist ein Verbot, wo man praktisch nicht irgendwie den Waldbesitzer mit einschließt. Also hier steht nichts, dass man den fragen dürfte und dann kriegt man das, sondern dass es hier grundsätzlich verboten ist im Land Berlin. Ein Zelt, und jetzt kommt das Interessante daran, eine zeltähnliche Lagerstätte, ja, also eine ähnliche Lagerstätte, der eines Zeltes errichtet. Und jetzt merkt er, warum ich das im Thema beim Video Zelt und Tarp nicht erwähnt habe, denn tatsächlich, ich kenne einige Fälle, wo genau auf diese Diskussion bereits hinauslief, dass man auch genau in Berlin, weil bin ich ja auch mal gewesen, ja, dass genau man dachte, man holt sich ein Tarp, ja, weil man sich gedacht hatte, wahrscheinlich aus anderen Gesetzen rausgedacht hatte und nicht das jeweilige in Berlin mal sich damit befasst hat. Ja? Wenn man woanders gehört hat, das Zelten wäre verboten, das ist doch ganz klar, dann hole ich mir einen Tarp und schon bin ich frei davon. Ja? Nein, eben nicht. Das ist das Problem, dass in jedem Fall im Land Berlin steht es so explizit sogar geschrieben. Eine ähnliche Lagerstätte. Und was ist ähnlich als ein Zelt? Das kann alles Mögliche sein. Ja? Selbst ein Biwaksack, stelle man sich das mal vor, ja? Wenn ich den aufstelle und der hat schon irgendwo ein Gestänge, ja? Gibt ja diese Biwaksäcke mit dem einfachen Gestänge, das also nicht nur den Sack ist. Auch das ist zeltähnlich, wurde auch schon gewertet. Ja? Und jetzt kommen wir so weit, also es steht, kann ich gleich vorab sagen, nur beim Land Berlin genauso drinne mit dieser ähnlichen Lagerstätte. Aber, um jetzt schon mal was vorwegzunehmen, ich habe es auch schon aus anderen Bundesländern gehört, dass man das Tarp einem Zelt gleichgesetzt hat, obwohl es nicht so in diesem Gesetz drin steht, obwohl da immer nur vom Zelt oder von Zelten geredet wurde, also Zelten, dem Verb, ja, und trotzdem auch schon Menschen mit einem Tarp von der Behörde Ärger bekommen haben. Und das ist nämlich der Grund, warum ich hier nicht sage, beziehungsweise warum ich es auch nicht in den Vergleich mit aufgenommen habe, dass ihr praktisch mit einem Tarp sicherer seid, weil grundsätzlich nur von Zelten verboten wurde. Man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Gesetz geschrieben wurde, ja, ist das Thema mit dem Tarp stand noch nicht so stark im Schwerpunkt. Ja? Und man kann sich vorstellen, Beamte, ja, die jetzt, es ist ja nicht von Leuten wie dir und mir gemacht worden, solche Gesetze, sondern natürlich, wir können es uns vorstellen, mehr will ich da jetzt nicht detail gehen. Ja? Aber lange Rede, kurzer Sinn, ist wie mit den Messergesetzen. Ja? Es ist nicht von Leuten gemacht, die damit Umgang haben, sondern von Leuten, die meinen, sie hätten davon Ahnung. Ja? Wenn der Blinde vom Licht redet, könnte man sagen. Und genau das ist der Punkt daran, dass es praktisch, meine Meinung zumindest, ist es die logische Erklärung, dass es so gar nicht bedacht wurde. Sonst hätte man ja schreiben können, man hätte es umfassen können und sagen, dass man grundsätzlich das Lagern oder das Schlafen oder unter irgendwelchen Behausungen und Konstruktionen oder ähnliches allgemein verbietet, sondern man redet da in der Regel so gut wie fast immer nur vom Zelt und Zelten. Ja? Ich denke, dass das einfach nicht in der umfassenden Sache bedachtet wurde, aber dennoch, und das ist der Punkt daran, man kann sich zwar auf das Gesetz berufen, aber was nützt einem das, wenn man erstmal den Ärger am Hals hat? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass der Vater Staat denn hinterher sagt, oh ja, Entschuldigung, wir haben das im Gesetz vergessen. Naja, dann kannst du deinen Tarp da aufstellen und wir nehmen deine ganze Strafe zurück und du kriegst deine Sachen hier wieder.
ganz bestimmt nicht. Und deswegen sage ich, Eli, mal aus dem Bild, vorsichtig, im Land Berlin haben wir es so direkt drin geschrieben. Und nur weil es aber in allen anderen Ländern nicht steht, Bundesländern, ja, wäre ich vorsichtig mit der Argumentation, wo ich sage, ey, ich habe doch gar kein Zelt, ja, das ist doch ein Tarp. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Ja. Es gibt genug Fälle, wo das nicht gut gegangen ist. Kommen wir zum nächsten Bundesland, wäre Sachsen. Hier regelt der Paragraph 11 Absatz 4, den lese ich mal vor, also ein Satz, das ist relativ, andere Benutzungsarten wie das Fahren von Motorradfahrzeugen, Fuhrwerken oder Kutschen, das Zelten, das Abstellen von Wohnwagen und Fahrzeugen sowie das Aufstellen von Verkaufsständen im Wald sind nicht Teil des Betretensrechts. Sie bedürfen unbeschadet eventuell erforderlicher Genehmigung nach anderen Rechtsvorschriften der besonderen Erlaubnis des Waldbesitzers. Sie dürfen die Funktion des Waldes nicht beeinträchtigen. Blablabla. So. Also hier steht wieder eindeutig drin, im Landeswaldgesetz, es geht um den Wald und es, das Zelten ist nicht inkludiert, sondern wir brauchen die Genehmigung des Besitzers. Eigentlich eine klare Aussage, jetzt ein bisschen länger formuliert, aber hier ist erstmal relativ eindeutig. Aber ich weise darauf hin, hier wird immer das Wort Zelten benutzt, das Verb. Hier wird nicht von einem Zelt geredet. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht, ja. Auch die anderen Bundesländer, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, ja, Berlin jetzt mit der Ausnahme, redet man immer von dem Thema Zelten. Ja? Und das Verb Zelten kann man, ne, da kommen wir dann nicht zum Thema Tarp. Ja? Auch schlafen unter einem Tarp kann ich als Zelten werten. Da liegt ja diese Kuh auf dem Eis begraben, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja? Gut, als nächstes Thüringen. Ja? Bla bla bla. Innerhalb des Waldes sind es insbesondere das Zelten. Und den nächsten nehmen wir ruhig mal noch mit. Das Radfahren, insbesondere das Mountainbiking, abseits fester Wege und Straßen, nur mit Zustimmung des Waldbesitzers zulässig. Ja, wir reden hier wieder vom Verb, dem Zelten. Ja. Und nebenbei wollte ich nur mal kurz erwähnen, hier steht mal Mountainbiking drin. Woanders jetzt nicht, aber in Thüringen ist das hiermit festgehalten. Ansonsten wieder relativ eindeutig, ja, wie wir es auch in Sachsen hatten. Ja. Beides nimmt sich praktisch nicht viel. Wir brauchen die Genehmigung des Besitzers. Ja. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir hier den Paragraph 29 des Landeswaldgesetzes, das Zelten. So wie das Abstellen von Wohnwagen, Wohnmobilen und Verkaufsständen sind unzulässig. Ja? Ausnahmen bedürfen nach vorheriger Genehmigung durch die Forstbehörde und der Zustimmung des Waldbesitzers. Ja, hier haben wir also auch wieder ganz eindeutig, ja, wenn ich die Erlaubnis habe, ja, dann könnte man das machen. Im Land Niedersachsen steht im § 27 des Landeswaldgesetzes, in der freien Landschaft sind außerhalb von genehmigten Campingplätzen das Zelten, das Aufstellen von Wohnwagen und Wohnmobilen sowie der Aufenthalt in Zelten, Wohnmobilen und Wohnwagen nicht gestattet. Ja. Und dann gibt es noch, ich denke, das ist genau, § 42, ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne die bla 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 erforderliche Genehmigung entgegen § 27 im Wald oder in der übrigen freien Landschaft zeltet oder in einem Wohnwagen oder Wohnmobil aufstellt und sich darin aufhält. Also Niedersachsen ist, was das angeht, ziemlich eindeutig. Ja? Also hier ist nicht nur das Aufstellen von Zelten verboten grundsätzlich, sondern sogar der Aufenthalt in Zelten. Ja, also eigentlich, natürlich muss das Zelt vorher aufstellen, keine Frage, aber hier wird es ganz konkret formuliert, ja, und hier steht auch nichts, dass es irgendwo einer Erlaubnis des Besitzers bedarf oder die eingeholt werden kann, damit es denn doch erlaubt wäre. Ja, also hier steht grundsätzlich, dass es verboten ist, ja, und zwar A, sowohl in der freien Landschaft als auch im Wald. Also Niedersachsen ist, was das angeht, schon ganz schön. Ne? Und wir werden gleich, ich hatte es ja gesagt, je weiter es nördlicher geht, ja, da wird es, ich will nicht sagen radikaler, aber warten wir mal ab. Nee, jetzt geht es nämlich los. Schleswig-Holstein. Ja?
würde ich so mal vorlesen, den Paragraph 17 des Landeswaldgesetzes. Jeder Mensch darf den Wald zum Zwecke der naturverträglichen Erholung und auf eigene Gefahr betreten. Das Betreten in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, in Klammern Nachtzeit, ist auf Waldwege beschränkt. Damit, ja, also brauche ich mich im Land Schleswig-Holstein schon gar nicht abseits des Weges, ne, ist von daher schon verboten. Ne? Jetzt unabhängig vom Zelten, muss ich sagen, finde ich schon ganz schön krass. Ich darf also nachts dort nicht mal einen Weg verlassen. Ich bin ja so ein Typ natürlich, wenn ich jetzt nachts mit dem Hund rausgehe, ich gehe ja logischerweise auch quer durch den Wald, dürfte ich in Schleswig-Holstein gar nicht. Jetzt unabhängig, ob ich zelte oder nicht. Ne? Auch ganz interessant, ja. Und jetzt kommen wir mal weiter. Wir sind immer noch bei Schleswig-Holstein. Ja, Paragraph 17. Und zwar, hier sind wir beim Absatz 2. Nicht gestattet sind unter Punkt 3 sonstige Benutzung Arten des Waldes, wie das Fahren, ausgenommener Absatz 1, das Abstellen von Fahrzeugen und Wohnwagen, das Zelten sowie die Mitnahme von gezähmten Wildtieren und Haustieren mit Ausnahme angeleinter Hunde. Also hier sagt man wieder, dass es grundsätzlich das Zelten nicht gestattet ist in Schleswig-Holstein. Ja? Und da reden wir jetzt hier vom, wenn ich das jetzt richtig sehe, von Waldflächen. Richtig. Ja? Weil es ist ja Landeswaldgesetz, weil wir hatten ja gelernt, das andere ist im Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Ja? Also es geht hier um den Wald, aber unabhängig davon, dass ich da nicht zelten darf, ja? Und auch nicht hier mit Besitzergenehmigung, steht nichts davon drin. Ja? Ich darf nicht mal den Weg verlassen, wenn es dunkel ist. Ja. Das ist schon, und das muss man sagen, ist hier auch wirklich das einzige Bundesland, was diese krasse, finde ich, Regelung hat. Denn wir hatten hier nur noch bei Mecklenburg-Vorpommern den Punkt, dass in dieser Nachtzeit Gefahren vom Waldbesitzer praktisch, der dafür nicht haftbar zu machen ist. Aber das, denke ich, werden Waldbesitzer sowieso irgendwo ausgeschlossen haben. Allgemein ist ein Waldbesitzer, also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber in vielen Dingen ist der Waldbesitzer nicht haftbar zu machen, wenn irgendetwas im Wald passiert, was unter die waldtypischen Gefahren läuft. Ja, da ist man dann betreten auf eigene Gefahr sozusagen. Ja. Gut, also hier hatten wir, ne, Schleswig-Holstein ist Zelten nicht erlaubt. Verb, Zelten, ja. Kommen wir zu Hamburg. Ja, hier haben wir Paragraph 9, Absatz 3. Das Zelten, Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern sowie das Aufstellen von Bienenstöcken im Wald ist nur mit besonderer Erlaubnis des Waldbesitzers gestattet. Ja, also auch relativ eindeutig. Ja. Muss man vorher fragen. Das, was man auch jetzt erwarten könnte, simple Sache. Bremen. Ja. Bremen ist, muss ich sagen, ja, also da, ich lese es einfach mal vor. Ja. Das Bremische Waldgesetz verweist in Bezug auf Betreten des Waldes im Paragraph 13 auf Paragraph 34 Naturschutzgesetz, auf Paragraph 43 Landesstraßengesetz sowie auf das Feldordnungsgesetz hin. Ja. Der Paragraph 34 des Naturschutzgesetzes behandelt allerdings nur die Enteignung von Wald, trifft also gar nicht zu, ist irrelevant. Der Paragraph 43 des Landesstraßengesetzes, den gibt es gar nicht mehr, der ist entfallen. Und der Paragraph 4 des Feldordnungsgesetzes, ja, da heißt es, ordnungswidrig handelt, wer unbefugt auf einem Feld Zelte aufschlägt. Wohnwagen oder andere Fahrzeuge aufstellt und Boote an Land zieht. Von Wald ist hier praktisch im Landeswaldgesetz gar keine Rede, denn, wie gesagt, wir gehen auf das Feldordnungsgesetz. Ist hier eine kleine Ausnahme. Ja? Und hier steht, wer in Bremen ein Zelt aufschlägt. Hier könnte man also in Bremen, jetzt theoretisch, soll jetzt bitte keine Anleitung sein, aber hier könnte man ganz klugscheißerisch sagen, mein Tarp ist kein Zelt. Peng. Wäre man theoretisch hier fein raus. Ja? Aber wie gesagt, diese Angabe ist ohne Gewähr. Das ist eine Haarspalterei möglicherweise in Behördensicht. Ja? Willst du darauf hinweisen, dass er hier in Bremen ins Feldordnungsgesetz schauen müsst? Ja? Reihum,
Nordrhein-Westfalen. Ja? Hier haben wir den Paragraph 3, Absatz 1. Verboten ist das Fahren im Wald mit Ausnahme des Radfahrens und des Fahrens mit Krankenfahrstühlen auf Straßen und festen Wegen sowie das Zelten und das Abstellen von Wohnwagen und Kraftfahrzeugen im Wald. Auch wieder relativ eindeutig. Ja, und hier steht auch nichts mit vorher Besitzer fragen. Grundsätzlich verboten. Ja, Nordrhein-Westfalen. Hier noch ein paar andere Sachen. Das ist pipapo. Als nächstes Hessen. Paragraph 15 des Landeswaldgesetzes Hessen. Jedes Betreten und jede Benutzung des Waldes, die über das nach Absatz 1 bis 4 zulässige Maß hinausgeht, bedarf der Zustimmung der Waldbesitzerin oder des Waldbesitzers. Einer Zustimmung bedürfen insbesondere, oh, ich hatte mir sogar geschlechtertypische, nochmals, das lobe ich mir ja. Ne? Also, einer Zustimmung bedürfen besonders, bla 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 bla, Punkt 3, das Zelten und Abstellen von Wohnwagen und anderen fahrbaren Unterkünften. Übrigens bedarf es auch einer Zustimmung zum Rauchen im Wald. Was übrigens, mal ganz nebenbei, so gut wie fast überall in Deutschland ist Feuer im Wald verboten, als auch das Rauchen. Wissen vielleicht viele nicht. Ja? Zählt zum Umgang mit offenem Feuer auch das Rauchen, ganz oft. Ne? Muss man mal für alle Raucher unter euch. Ja? In Hessen ist also das Zelten verboten, ja? Zelt als Verb. Aber ne, ich kann eine Zustimmung einholen beim Waldbesitzer. Hier ist es also nicht ausgenommen. Und so ähnlich haben wir es auch im Rheinland-Pfalz, Paragraph 22 Landeswaldgesetz dort. Nur mit Zustimmung des Waldbesitzenden sind insbesondere zulässig, Punkt Nummer 3, das Zelten im Wald. Auch eine sehr simple, einfache, klare Aussage, ja, wie anfangs. Und genau das Gleiche ist praktisch ein Abklatsch, ja, die haben sich beide, also die Gesetze nehmen sich fast gar nichts. Saarland, ja, auch hier das Gleiche, nur Paragraph 25 Landeswaldgesetz. Nur mit Zustimmung des Waldbesitzers sind insbesondere zulässig, Absatz 5, das Zelten im Wald. Ja. Ganz simpel, Baden-Württemberg, Paragraph 37, ja, Punkt Nummer 4. Ohne besondere Befugnis ist nicht zulässig das Zelten und das Aufstellen von Bienenstöcken im Wald. Ja, auch relativ simpel. Ja, hier steht zwar jetzt ohne besondere Befugnis, aber eine Befugnis kann ich mir ja holen, also eine Erlaubnis zum Beispiel vom Besitzer oder von der Behörde. Das muss man denn vielleicht im Einzelnen noch sehen. Ja, aber auch hier relativ eindeutig und ähnlich eindeutig ist es dann auch last but not least in Bayern, Paragraph 46 Landeswaldgesetz, mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig in einem Wald unbefugt, Punkt Nummer 3, Zelte oder Wohnwagen aufstellt. Hier haben wir also auch wieder diesen klassischen Fall, wie ich es in Bremen erwähnt hatte. Bayern könnte ich jetzt sagen, haha, Moment, mein Tarp ist gar kein Zelt. Ne? Und wären wir da wieder fein raus? Ja, ja, dann haben wir jetzt alle 16 Bundesländer durchbeleuchtet, ja. Was die jeweiligen Landeswaldgesetze betrifft. Und wenn wir es jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben hier in drei Bundesländern, wenn ich mich da recht entsinnen kann, ist jetzt geredet worden von dem Substantiv, dem Zelt. Ja, das heißt, in Bayern ist vom Zelt geredet, in Bremen wurde vom Zelt geredet und in Berlin wurde zusätzlich vom Zelt und von zeltähnlichen Behausungen geredet. Also Berlin ist man eigentlich, da braucht man gar nicht diskutieren, würde ich jetzt mal sagen, ist man gleich komplett weg vom Fenster. Ja. In den anderen beiden, Bremen und Bayern, kann ich theoretisch laut Gesetz jetzt ohne Probleme meinen Tarp aufstellen und wäre damit frei. Ja, also dürfte eigentlich nichts passieren. Und in allen anderen, aber in 13 Bundesländern, wo von dem Verb, dem Zelten, geredet wird, ja, das ist ein Gummiband, was geht bis zum Nordpol, ja, wo man praktisch nicht weiß,
Was ist damit gemeint? Oder um es anders zu sagen, wo die Behörde, der Waldbesitzer, der Beamte oder wer auch immer euch da vor Ort einen reinbrummen möchte, ja, mit dem Substantiv, mit dem Verb zelten, euch auch das Tab, in jedem Fall eine zeltähnliche Unterkunft sehr wahrscheinlich auch mit verbieten, nicht erlauben kann. Und jetzt können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn das Zelten als Verb kann man natürlich laut Lexikon definieren, ja, indem man sagt, man schläft jetzt im Zelt, ja, und man könnte jetzt sagen, bivakieren ist ja etwas ganz anderes. Zumindest laut meiner Definition wäre dem auch so, laut meinem Verstand, laut meiner Logik. Aber wir reden ja hier teilweise, also nicht teilweise, sondern im Ernstfall reden wir hier von Behörden, ja. Und da kann man grundsätzlich nicht diesen Verstand oder diese Logik voraussetzen. Das klingt jetzt vielleicht böse, ja, wenn ich jetzt drei Beamte unter meinen Abonnenten habe. Aber entschuldigt, das ist leider meine Erfahrung, die ich mit Behörden in der Bundesrepublik Deutschland gemacht habe. Dass genau, und ich rede hier nicht nur von einem Beamten vor Ort, sondern ich rede hier von Staatsanwälten und von Richtern. Ja, dass da Dinge ausgelegt werden, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und sagt, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, ja, böse ausgedrückt würde man jetzt sagen, so blöd kann doch eigentlich keiner sein, aber es hat leider nichts mit Dummheit zu tun, sondern es hat einfach etwas hiermit zu tun, ja, denn man legt es genauso aus, dass denn praktisch der unschuldig Schlafende draußen in jedem Fall die Strafe bekommt, ja. Ich wünsche das niemandem und der positive Zustand wäre natürlich, dass wenn man irgendwo draußen kampiert, ja, von jemandem angetroffen wird, der es nicht so auf die Spitze treibt, ja, weil man ja nur schläft, ja, aber leider können wir das nicht erwarten, man sollte nicht davon ausgehen. Unter all diese Landeswaldgesetze, oder fast alle, ja, bis auf Sachsen-Anhalt zum Beispiel, ja, jetzt von dem Wald reden, ist praktisch die offene, die freie Landschaft gesetzlich, was das angeht, erstmal nicht geregelt von diesen Verboten. Laut dem Landeswaldgesetz. Aber hier regeln andere Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen, ob ich da etwas darf oder nicht. Und damit meine ich nicht nur das Zelten, sondern grundsätzlich auch das Übernachten bis hin sogar überhaupt den Aufenthalt. Und damit meine ich ganz speziell, wenn wir ans Bundesnaturschutzgesetz denken, die einzelnen Schutzgebiete wie Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Biosphärenreservat, Nationalpark, Naturpark, Naturdenkmal, Natura 2000, was wir da nicht noch alles haben, ja, für kleine, einzelne, miniaturgeschützte Biotope, die sind natürlich auch Teil einer freien Landschaft. Und nur weil irgendwo jetzt kein Wald steht, heißt das natürlich jetzt nicht, dass ich da jetzt machen kann, was ich will, sondern da muss ich schauen, ob ich nicht in einem dieser Schutzgebiete bin. Wenn es eines dieser Schutzgebiete ist, dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dort auch inkludiert ein entsprechendes Verbot, möglicherweise. Trifft aber nicht für alle zu, wohlgemerkt. In Nationalparks wissen wir, es ist eigentlich ausgeschlossen, dass ich da zelten kann. Das ist strikt verboten in Deutschland. Ja, geschützte Biotope, solche Sachen kann man auch sein. Naturschutzgebiete in jedem Fall auch. Bei Landschaftsschutzgebieten, da muss man wieder schauen, ja, weil die sind ja auch zum Zwecke der Freizeit und Erholung, wenn man es irgendwo so nennen kann, also partiell irgendwo, ja, so ein bisschen ähnlich auch Biosphärenreservate, da muss man halt schauen, das kann ich jetzt hier nicht verallgemeinern und da gäbe es jetzt auch zu viele einzelne, ist dann auch wieder abhängig vom Bundesland und so weiter, ja, da muss man also wirklich gucken, lange Rede, kurzer Sinn, bevor man irgendwo hingeht und übernachtet oder zeltet, ja, sollte man ganz genau wissen, was dieses Gebiet inkludiert, ja, ist es ein Wald, ist es eine freie Landschaft, wenn es eine freie Landschaft ist oder halt auch der Wald, was darf ich da, ja, oder was darf ich da nicht, und dann ist es durchaus möglich, dass ich da ja durchaus mein Zelt aufstellen kann oder aber das Zelt aufstellen kann, wenn ich eine entsprechende Genehmigung vorher einhole, ja. Das mit der Genehmigung machen wir uns nichts vor, halte ich allerdings auch für ziemlich theoretisch, denn
Es ist laut Datenschutz schon so gut wie fast unmöglich, den Besitzer einer entsprechenden Fläche in Deutschland herauszubekommen. Ja, also wenn ich jetzt wissen wollen würde, wem gehört jetzt dieses Stück Land irgendwo, wen soll ich denn da fragen? Eine Behörde? Die würde da erstmal sagen, nee. Also man müsste theoretisch dann vielleicht einen Notar beauftragen, einen Rechtsanwalt oder Detektiv, was auch immer. Einer, der Mittel hat, ja, oder der die Befugnis auch hat, solche Auskünfte. Das ist ja, also das steht ja, also ist ja völlig absurd. Ja. Wenn man jemanden kennt, ne, der jemanden kennt oder direkt den Besitzer kennt, dann ist es positiv. Aber würde ich jetzt zum Beispiel mit einem Rad irgendwie losstrampeln, ja, auf einem Fahrradweg, fahre einmal quer durch Deutschland und packe dann in 5 verschiedenen Bundesländern irgendwo mein kleines Tippi aus, ja, da ist es eigentlich unmöglich zu wissen, wem da irgendwo etwas gehört. Da kann ich maximal noch schauen, was es für ein Gebiet ist und was es da für eine Regelung gibt irgendwo. Ja. Also das wäre noch so ein Grund. Allgemein kann man allerdings, wie gesagt, und das war ja auch, hatte ich ja anfangs in der Einleitung gesagt, es gibt kein Gesetz, was das freie Übernachten in der Natur in Deutschland grundsätzlich verbietet. Ja. Sei es das Bivakieren, ja, wenn wir das mal so definieren dürfen, oder grundsätzlich nur, ich lege mich jetzt hier so wie ich hin und schlafe einfach ein. Denn interessanterweise, das steht sowohl im Bundesnaturschutz als auch im Bundeswaldgesetz drin, ja, dass zum Zwecke der Erholung das Betreten, ne, bla 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 und so weiter erlaubt gestattet ist. Zum Zwecke der Erholung. Was ist denn Schlaf? Schlaf ist wohl die gängigste Form der Erholung, um nicht zu sagen, es ist die essentiellste Erholung, die wir überhaupt benötigen. Ja? Also ohne Schlaf, ohne diese Erholung würden wir gar nicht lebensfähig sein. Ja? Denke ich, ist eine ganz gute Argumentation. Könnt das gerne mal versuchen bei der Behörde. Ja? Glücklicherweise musste ich es bis jetzt noch nicht tun. Allerdings, wenn ich mich jetzt irgendwo hinlege und schlafe, ja, zum Zwecke der Erholung, dann dürfte das grundsätzlich, also ist es, habe ich kein Gesetz gefunden, wo das verboten ist. Ja? Schlaf zu Erholungszwecken. In der Straßenverkehrsordnung zum Beispiel steht es explizit drin, dass zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ein Aufenthalt, das heißt zur Erholung, von maximal 10 Stunden zulässig ist. Ja? Wo ich also im Auto schlafen kann, wenn ich mit dem Auto da nicht irgendwo eine andere Ordnungswidrigkeit begehe, wie beispielsweise ich parke eine Einfahrt zu, ich stehe auf einem Halteverbot, gefährde damit irgendjemanden oder stehe grundsätzlich auf Privatbesitz. Ja? Das heißt, da redet man vom öffentlichen Straßenverkehrsraum. Wenn ich mich da irgendwo hinstelle, ja, dann darf ich da im Auto schlafen bis zu 10 Stunden, um diese Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Ja? Hat ja auch etwas mit dem Erholungszweck zu tun. Ja? Und genau so könnten wir jetzt also auch uns erholen in der Landschaft. Wir gehen raus, gehen wandern, bin den ganzen Tag gelaufen und leg mich irgendwo hin. Ja? Wohlgemerkt jetzt aber wieder darauf achten, entsprechend des Bundeslandes, darf ich das da im Wald machen oder sollte ich es vielleicht lieber auf dem Feld machen? Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich in der freien Landschaft, auch wenn ich jetzt hier in Sachsen-Anhalt bin und da drin steht, dass das Zelten, ja, in der freien Landschaft verboten ist, dass ich in der freien Landschaft grundsätzlich weniger Probleme habe als im Wald, da die Besitzungsverhältnisse, es kommt ja auch darauf an, wo man sich dann dahin packt. Ja? Also ein Klassiker, wenn ich zum Beispiel die Elbe runter paddle, ja, es ist bei uns zum Beispiel ein Biosphärenreservat, Mittlere Elbe nennt sich das Ganze anders. Ne? Das ist also auch ein Teil des Landschaftsschutzgebietes, es kommen nochmal andere rein. Ja? Dieses Biosphärenreservat hat aber auch eine strikte Grenze. Und da kann man eine Haarspalterei betreiben, wo ich dann sozusagen 10 Meter dahinter gehe und mich dann auf die Wiese lege. Ah, da könnte dann vielleicht irgendwann der Bauer kommen und sagen, hey, aber da sei mir, in welcher Nacht, wenn ich da jetzt kein Feuer aufstelle und mich mehrere Tage aufhalte, ja? Habe ich, was das angeht, noch nie Probleme bekommen. Die Probleme, die ich kenne, ist, wenn ich irgendwo in einem Wald bin, wo natürlich auch reger Verkehr herrscht. Ja? Also das heißt, ein Publikum durchgeht oder der Besitzer hier und da mal auftaucht. Und selbst wenn man jetzt irgendwo von einem Besitzer erwischt wird und man hat dort keine Genehmigung, ja, auch so ein Irrglaube, dass man denn da einen Hausfriedensbruch begeht. Das ist auch nicht korrekt. Denn Hausfriedensbruch ist nach § 123 des Strafgesetzbuches ein, wenn ich mich da jetzt erinnere, ein widerrechtliches Eindringen in ein befriedetes Besitztum. Ja? Und ein befriedetes Besitztum wiederum
ist also definiert durch einen erkennbaren Schutzwall, wie zum Beispiel einen Zaun. Ja? Also ein, wie der Name schon sagt, es muss befriedet sein, eingefriedet sozusagen. Und wenn es das nicht als dieses erkennbar ist, dann ist es auch kein Hausfriedensbruch. Das heißt, euch kann praktisch kein Bauer oder Waldbesitzer des Hausfriedensbruches belangen, ja, wenn das Ganze nicht eingezäunt ist. Es gibt die ein oder andere Weide, die durchaus eingezäunt ist. Ja, also irgendein Stacheldraht, dann kann man das so. Aber auch das ist wieder eine Haarspalterei, inwiefern das erkennbar ist, wie hoch der sein muss, wie alt der ist, wie weit diese Fläche weg ist. Und hört mir bloß auf. Ja. Also was das angeht, mit dem Hausfriedensbruch wollte ich nur sagen, das ist so nicht korrekt, habe ich schon mal gehört. Und der nächste Punkt wäre gewesen auch noch Platzverweis. Ja. Einen Platzverweis kann grundsätzlich nur eine Behörde aussprechen. Das heißt, ein Beamter in Vertretung, der für diese Behörde arbeitet. Und da haben wir dann natürlich den Polizeibeamten oder den Forstbeamten. Ja, also zum Beispiel, wenn wir von dem Bundesforstamt reden, ja, oder Landesforstverwaltung. Ja, die könnten, ich bin mir jetzt nicht auf den aktuellen Stand sicher, ob es bei der Forstbehörde überhaupt so gängig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die dann eher die Polizei noch dazu ziehen. Ja. Also die könnten maximal einen Platzverweis erteilen. Und das heißt nichts anderes als, macht euch vom Acker. Wir nehmen Personal hier auf und dann weg vom Acker. Ja. Mehr ist das denn nicht. Und genau auch zu diesem Punkt Personalien aufnehmen, das darf auch wiederum nur die Behörde machen. Also es kann jetzt nicht irgendein Waldbesitzer, kann er gern machen, ja, oder wer auch immer, ja, kommen und sagen, gib mir mal deinen Namen, Anschrift, ich will dich jetzt anzeigen oder hast nicht gesehen. Ja. Ihr seid niemandem der Auskunft verpflichtet, ja, außer wie gesagt einer Behörde, einem Beamten im Zuge der Feststellung eurer Personalien. Ja. Das müsst ihr da bekannt geben. Ja. Jetzt kann man diskutieren, ob man einen Ausweis mittragen will. Soweit wollen wir jetzt hier nicht gehen. Ja. Aber das ist jedenfalls ein Fakt. Also wenn euch jemand fragt, gib mir meinen Namen oder sonst was aus, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dann sage ich natürlich, wer bist du denn? Ja, natürlich ein bisschen netter, aber in diesem Umgangsform, denn das geht praktisch niemand etwas an. Was will ich damit sagen? Das soll kein Freifahrtschein sein. Ja? Aber wenn ihr praktisch von irgendjemand, ich setze immer voraus, ja, dass ihr euch vernünftig verhaltet. Ja? Das ist wirklich meine Grundvoraussetzung. Das heißt, ich schädige nichts in der Landschaft. Ich habe meinen Platz nicht verändert. Das heißt also, wenn ich jetzt hier nicht so ein riesen Bushcraft-Camp betrieben habe, mit was ich nicht sonst ja alles noch aufgestellt habe, irgendwelche Pflanzen, Bäume, Sträucher abgeholzt habe, habe vielleicht noch ein Feuer am Brennen, dann gehe ich da nicht mehr d'accord. Und dann kann ich auch verstehen, dass da einer, ne, also da kann ich mitgehen. Aber mal vorausgesetzt, ihr macht es so, wie ich es mache. Ja? Und man erkennt den Platz hinterher als genau den gleichen wieder, ohne dass überhaupt jemand da gewesen wäre. Ja? Ihr habt also keine Standortveränderung vorgenommen und ihr habt niemanden oder irgendetwas in der Natur gefährdet. Ja? Denn gehe ich damit durchaus d'accord, dass man sagen kann, pass auf, wenn du ein Problem damit hast, okay, dann gehe ich jetzt wieder, aber das war's auch. Du kriegst jetzt hier von mir keinen Namen und deine Rechnung, die kannst du dir in den Hintern checken, so nach dem Motto. Ja? Weil es ist ja nichts passiert. Das wäre dann in meinen Augen ein bisschen übertrieben. Ja? Man muss immer dran denken, natürlich, wenn es ein Privatbesitz ist, dann sollte man auch das Privateigentum einer anderen Person in jedem Fall respektieren. Ja? Und, aber das ist ja auch das, was ich tue, durchaus. Aber nichtsdestotrotz, es ist uns immer dran denken, vom Gesetz her erlaubt, einen Wald oder eine freie Fläche zum Zwecke der Erholung zu betreten. Zu dem entsprechenden Umgang jetzt hier in der Natur sei jetzt noch erwähnt, weil wir jetzt zum Beispiel gerade Frühjahr haben, ich hatte es auch anfangs erwähnt, ja, wir haben jetzt natürlich Brutzeit, ja, man könnte sagen auch Schonzeit im Sinne von Jagdrecht und das sind natürlich auch die Zeit, wo Felder bestellt werden und so weiter. Also diese Zeit von Frühjahr bis Sommer, ja, das ist die, wo man wirklich vorsichtig sein sollte und wo es auch tatsächlich für genau diese entsprechende Zeit, das ist aber abhängig vom jeweiligen Land, darüber hinaus zum Allgemeinen zusätzlich Verbote geben kann, dass ich tatsächlich etwas nicht betreten darf. Wie zum Beispiel irgendwo welche Wiesenflächen. Ja? Auch ohne, dass das zum Beispiel ein Naturschutzgebiet sein muss, kann trotzdem jetzt ein Verbot bestehen, ja, dass irgendeine Fläche nicht zu betreten ist, grundsätzlich. Und dann braucht man natürlich überhaupt gar nicht über Zelten oder sonst etwas reden, weil man genau immer mit dieser Zeit kommen kann, ja, der Tiere zuliebe. Da sollte man immer noch drauf achten. Man kann also sagen, immer so von ungefähr März bis Juli, Pi mal Daumen, ja,
Da muss man schon drauf achten, wo man hingeht. Das kann auch hier zum Beispiel, wie zum Beispiel an dem See, ne, hier haben wir den Klassiker Wasserbrutvögel hier im Röhricht ringsrum. Ja. Ich persönlich verhalte mich jetzt entsprechend, außer dass ich jetzt hier mit der Kamera rede. Ja, aber das halte ich jetzt nicht für einen riesengroßen Störfaktor. Also im Umkreis von 50 Metern ist hier nichts, weil ich das Revier kenne. Ja. Aber jetzt zum Beispiel weiter hinten. Ja. Und da kann denn durchaus schon jemand kommen, zum Beispiel der Jäger. Ja. Als mal ein Beispiel. Oder auch ein Angler könnte da kommen. Ja. Im Namen des Angelvereins oder was auch immer, weil die haben ja auch irgendwo eine Obhutspflicht, zum Beispiel über diese Gewässer, wenn sie die gepachtet haben. Ne. An sowas immer denken, den Naturschutzaspekt im Frühjahr, der herrscht da ganz besonders. Und natürlich auch, wenn wir darum reden, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, bezüglich des Feuers. Ja. Das ist eigentlich so ein absolutes No-Go-Tabu. Ja. Bin ich auch nicht erfreut über dieses Ding. Ja, ihr wisst, was ich davon halte, beziehungsweise wie ich zum Thema Feuer stehe. Habe ich oft genug erwähnt auf meiner Abenteuerreportage. Ich arbeite bei mir zu Hause sehr oft mit Feuer. Was soll ich dazu sagen? Ja, es wird halt immer mehr verboten. Ja, immer aus den Aspekten natürlich heraus der entsprechenden Brandgefahr. Ja, und da schließt man praktisch von drei dummen Dödeln auf fünf andere, die damit umgehen können, so nach dem Motto. Ist halt leider so, wie es ist, wird über den Kamm geschert. Ja, ich kann es in einigen Bereichen, kann ich es verstehen. Ja, in anderen muss ich aber sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Ja, aber das ist Waldbrandgefahr übrigens jetzt zu dieser Jahreszeit somit auch die höchste im Frühjahr, wird gern mal unterschätzt. Ne. Es gibt praktisch 365 Tage im Jahr eine Waldbrandwarnstufe. Ja, also es ist nicht so, wie man denkt, im Winter wäre keine Waldbrandgefahr, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn wir zum Beispiel die extrem trockene Jahreszeit haben, es hat jetzt hier auch mehrere Wochen nicht geregnet. Ja. Das heißt also, wir haben immer irgendeine Waldbrandstufe. Ich glaube, jetzt durfte sogar mindestens drei, wenn nicht sogar schon wieder vier herrschen. Ja. Und das sind dann auch solche Sachen, wo man dann sagt, Waldbrandgefahr, du hältst dich da irgendwo auf und da braucht er nur einen Gaskocher. Ja, das ist ja manchmal auch im Rahmen des Zeltens bivakieren, was man ja auch mitmacht, dass man sich vielleicht irgendwo etwas anzündet, kocht. Und das ist, muss nicht mal ein Feuer sein. Es reicht tatsächlich bereits ein Kocher aus. Ja? Es ist jetzt egal, ob da jetzt ein Trangia Spiritus gehabt, ob da jetzt irgendeinen Gaskocher habt oder einen Esbit-Kocher. Es ist völlig egal. Ja? Man braucht sich da also nicht rausreden mit der Nummer, ha, das ist doch jetzt hier kein offenes Feuer und so. Vergesst das. Solche Diskussionen braucht ihr euch gar nicht einlassen. Ne? Sobald ihr irgendwas warm macht mit irgendeinem Gerät, manchmal wurden auch schon elektrische Heizgeräte wurden auch schon als Brandgefahr gewertet. Ja? Sowas sollte man natürlich immer bedenken zu den gesetzlichen, was ich euch jetzt hier erzählt habe, über den Aufenthalt, über das Betreten, über das Übernachten, über das Zelten in der Natur. Kommen noch diese Dinge, kommen immer noch mit dazu. Ja? Und dann hatte ich euch anfangs erwähnt, ich wollte noch kurz was zum Thema Hund sagen, weil das steht auch in den Gesetzen drin. Ich bin jetzt nicht explizit auf die einzelnen Punkte immer darauf hingegangen, weil das hätte das Thema Zelten denn zu sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Aber wo zum Beispiel ist es mit Hunden erlaubt und wo nicht? Ne? Da gibt es ja auch kontroverse Meinungen tatsächlich, ja, weil man immer denkt, es ist wie beim Zelten. Ich erlebe das immer wieder, wo man sagt, Leinenpflicht. Und ich sage, nein, guck mal aufs Bundesland. Ja. Es gibt also Unterschiede, aber auch genau wie beim Thema zum Thema Brut- und Schonzeit und genau diese Zeit jetzt, die wir hier haben, ist eine permanente allgemeine Leinenpflicht deutschlandweit. Also da braucht er gar nicht kommen mit, in meinem Bundesland wäre das jetzt eigentlich theoretisch nicht so. Ja, das kann sein, aber nicht im Frühjahr. Da ist grundsätzlich immer Leinenpflicht, wenn ihr draußen seid, offiziell. Ja. Ich werde zu solchen Themen Hunden natürlich auch nochmal separate Videos machen, aber ich möchte es hier auch nur mal kurz erwähnen, auch für alle, die jetzt keinen Hund haben und aber grundsätzlich ein Problem mit Hunden haben und gern möchten, dass sie angeleint sind, sage ich es jetzt hier nochmal, weil es halt in diesen Gesetzen auch drin steht, zähle ich nur mal kurz auf, in welchen es erlaubt ist und nicht, beziehungsweise wo ich eine Leine tragen muss. Und zwar wäre das in Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das sind die Bundesländer mit Leinenpflicht. Und keine Leinenpflicht im Wald, ja, wohlgemerkt, besteht, außer in der Schonzeit, ja, in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Und das ist denn auch der Grund, warum ich mir hier glücklicherweise bei mir keine Gedanken muss und wo vielleicht jetzt jemand anders aus einem anderen Bundesland, der jetzt meine Videos immer sieht und Eli sieht überall irgendwo frei rumlaufen, weil ist ja natürlich, komm mal her, Eli.
hier ist ja in jedem Video Freider mit dabei und der ist auch als Freiläufer aufgezogen worden. Ja, hört dennoch, habt ihr hoffentlich auch schon ein paar Mal mitbekommen, ja, dass ich ihn hier nicht anleinen muss. Ja, also grundsätzlich, allgemein. Jetzt mal abhängig, wie gesagt, von der Schon- und Brutzeit im Frühjahr, ja, ist das. Und warum sage ich das explizit auch im Zusammenhang? Ich werde nochmal im Hundevideo darauf eingehen, weil natürlich Jagdschutzberechtigte, ja, also Jäger, durchaus auch euren Hund aufs Korn nehmen können, um nicht zu sagen, erschießen dürfen. Da wird mal nicht selten der Vorwand gemacht zum Thema Wildern. Ja? Der Hund wäre jetzt irgendwo hinterhergelaufen. Das kann durchaus sein, dass das wirklich so gewesen ist. Ja? Das ist denn eine weniger schöne Sache, wobei man, wie gesagt, unterscheiden muss, meiner Meinung nach, ob der Hund jetzt nur 100 Meter hinterherläuft und alles ist gut, das Wild ist jetzt noch 200 Meter von entfernt und es kriegt jetzt dadurch keinen Herzkasper, keinen bleibenden Schaden, sondern es ist nichts anderes, als wenn der Fuchs mal kurz hinterm Hasen hinterherläuft oder der Wolf hinter einem Reh und es auch nicht bekommt, ja, also eine ganz einfache, eine relativ friedliche Sache noch, ja, bin ich der Meinung, müsste man unterscheiden zwischen einer Sache, wo wirklich gehetzt wird und wo mit dem Sinn des Reißens auch gehetzt wird. Das ist eigentlich ein Unterschied. Ein Fachmann erkennt das übrigens auch, ob mein Hund mal kurz dem Beutetrieb hinterher rennt und dann wieder ablässt oder ob er wirklich auf Nachsuche geht und guckt, ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wurden auch schon vom Jäger angeschossen. Tatsächlich ist es kein Witz. Ich habe auch schon einiges durch in diesem Zusammenhang. Darüber mache ich nochmal ein separates Video. Und da immer dran denken, wenn ihr den Hund, wie gesagt, nicht an der Leine habt und ganz besonders im Frühjahr ist eigentlich die Zeit, wo ihr euch, egal welches Bundesland, tatsächlich Sorgen machen solltet, wenn ihr da in einer Region seid mit dem Hund, wo, ja, wo überall irgendwas mit Hochständen bespickt ist oder wo sogar die Jäger aus dem Auto rausschießen. Auch das habe ich schon erlebt. Ja. Nicht, dass jetzt falsch rüberkommt. Ich habe kein Problem mit Jägern. Ich komme selbst aus diesem Bereich ehemals mal her. Ja. Aber ich weiß, wie viel Schindluder auch in diesem Bereich leider getrieben wird und wie viele schwarze Schafe es gibt. Und wir hatten schon zu Grabe getragene Hunde, die von Haus aus friedlich gewesen sind, aber es dem Jäger einfach nicht gepasst hat, dass der Hund da freiläuft. Einfach nur so aus Prinzip, bam, abgeschossen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das wollte ich hier nur erwähnen zum Thema der Landeswaldgesetze, ja, weil auch das dort darunter zu finden ist. Ansonsten ging es ja hier nur ums Thema Zelten. Und beim Thema des Zeltens, wenn ihr eine Empfehlung von mir haben wollt, druckt euch das Gesetz aus. Und zwar nicht nur eins, sondern am besten alle. Ja, ist jetzt, ja, könnte man sagen, eine Papierverschwendung. Meinetwegen macht es so, dass ihr es mehrfach nehmen könnt. Ja, also nicht nur einmal und dann wegschmeißen, sondern packt euch das irgendwo in den Rucksack rein. Meinetwegen ins Zelt, was auch immer. Ja, die entsprechenden Paragraphen. Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, eine entsprechende einzelne Verordnung und vielleicht unter das Schutzgebiet, wo ihr da seid. Genau eins zu eins markiert das, was auch immer. Das ist jetzt natürlich, wenn ihr an jemanden gerät, der nicht diskutieren möchte, der sondern euch nur seinen Willen aufdrücken soll, dann habt ihr damit grundsätzlich verloren. Aber mal angenommen, man trifft an jemanden, der es tatsächlich nicht besser weiß, sondern der vielleicht eine falsche Vorstellung hatte, also der sich nie wirklich genau darüber informiert hat, ja, der könnte ja dann zumindest sehen, okay, alles klar, nie wahr, er lag falsch gewesen und dann könnte er gleich zeigen, so ist es. Weil dem jetzt was erzählen kann ja jeder irgendwo machen, ja. Das wäre, klingt jetzt zwar ziemlich kaputt, ja, aber habe ich genau so auch schon mal machen müssen. Als ich damals im Naturschutzbereich unterwegs gewesen bin, hatte ich ja in meinem Zuge einiger Forschungsprojekte einzelne Ausnahmegenehmigungen von der Landesregierung auch bekommen, die man dann natürlich auch immer mitnehmen muss. Und diese Genehmigungen gelten immer in Verbindung mit dem Gesetz. Also man musste dazu auch parallel natürlich seine Personalien dabei haben und natürlich auch entsprechend einzelne Gesetzesbezüge, wozu sich diese Genehmigung drauf bezogen hat. Das war ein Riesenpamphlet, was ich da immer mitgeführt habe. Und ich wurde natürlich, weil wir auch in Naturschutzgebieten, also ich hatte da alleinige einzelne Projekte, dass ich da ein paar Libellen und so weiter beobachtet hatte. Ja. Und da war ich dann natürlich auch mit dem Auto unterwegs. Da fällt man natürlich auf, was, da fällt er mit dem Auto durch Naturschutz, das geht da also gar nicht. Und, ne, also es gibt gewisse Sondergenehmigungen. Und da muss ich dann alles mitführen und aus diesem Bereich raus, seitdem mache ich das denn tatsächlich so, ist kein Witz, habe ich denn durch die, waren einige Kontrollen,
habe ich dann gesagt, okay, habe ich also gesehen, das Beste ist, du hast wirklich alles dabei und kommt denn jemand, ist nett und freundlich, der jetzt nicht gleich sagt, bah, sondern der erstmal mit fragend an dich herantritt, ja? Wir gehen von einer halbwegs neutralen Person aus. Dann kann man mit diesem ganzen Papierkram schon einiges erreichen und das könnte ich euch tatsächlich nur empfehlen, wenn ihr in einer legalen Situation euch befindet und das Gesetz zumindest laut Papier auf eurer Seite ist, ja? Dann schadet es nicht, wenn man das auch mal so ganz kurz vorzeigen kann. Und zusätzlich, natürlich kann man sich auch vorstellen, immer schön friedlich, nett, freundlich, hilfsbereit und vor allen Dingen defensiv verhalten. Ja? Also wenn man merkt, dann macht es keinen Sinn, auf Messerschneide zu diskutieren. Man sollte grundsätzlich nicht drohen, handgreiflich oder ausfallend werden. Das führt auch nicht unbedingt zu etwas, also vor allen Dingen nicht bei einer entsprechenden Person und manchmal auch nicht, wenn man nicht weiß, wie man da gerade vor sich hat. Da muss man auch vorsichtig sein. Ja? Und wie gesagt, wenn man sich dann nicht daneben benommen hat in der Situation, in der man sich denn da gerade befindet, dann sollte die Sache doch eigentlich mit gesundem, friedlichem Menschenverstand, sollten doch eigentlich beide Seiten, ne, hofft man zumindest, die Sache auch im gegenseitigen, friedlichen Miteinander ausgehen. Ah, wir haben gesehen, jedes Land kocht sein eigenes Süppchen. Ja. In dem einen Wald ist es grundsätzlich verboten, in dem anderen Wald ist es mit einer Genehmigung erlaubt und in wiederum einem anderen Landeswald ist es mit einer anderen Behausung auch wieder erlaubt. Das Übernachten mit einem entsprechenden, was auch immer, für Schutzbedachung, nennen wir es mal so. Ja. Ich habe aber kein Gesetz gefunden in Deutschland, was das Übernachten grundsätzlich in der freien Natur ohne all diese Schutzmaßnahmen verbieten würde. Das heißt, weder im Wald noch in der freien Landschaft. Ja, dass ich also selbst in, wo wir nachts nicht die Wege verlassen dürfen, könnte ich mich ja theoretisch, ja, auf den Weg legen. Und wenn ich nur eine Decke drüber setze, ist es kein Zelten, egal wie man es auslegt. Es ist nur ein Erholen. Und das, haben wir ja gesehen, ist in jedem Fall sowohl laut Bundesnatur- als auch Bundeswaldschutzgesetz erlaubt. Insofern wünsche ich euch genau bei diesem Erholen viel Spaß draußen.